In Spanien wird am 28. April ein neues Parlament gewählt. Das kündigte der sozialdemokratische Ministerpräsident Pedro Sánchez am Freitag in Madrid an. Der Haushaltsentwurf seiner Regierung war vor wenigen Tagen im Parlament gescheitert. Statt diese Niederlage auszusitzen, wolle er die Wahlen vorziehen und das Volk entscheiden lassen, so Sánchez. Spanien soll sich weiterentwickeln und vorankommen, ausgehend von Toleranz und Respekt, moderater Politik und gesundem Menschenverstand, gegen die Verhärtung verschiedener Lager. Sánchez und seine Partei PSOE haben nur rund ein Viertel der Sitze im Parlament und stellen damit eine Minderheitsregierung. Der Regierungschef, der seit 2018 im Amt ist, stützte sich bislang auf die linkspopulistische Partei Podemos sowie auf zwei separatistische Parteien aus Katalonien. Diese beiden verweigerten ihre Zustimmung zum Etatentwurf. Spaniens Parteienlandschaft ist zunehmend zersplittert. Laut Umfragen müssten erneut Koalitionen gebildet werden, um eine Regierung zu bilden.